Kraft, Ästhetik, Synchronität. 4 Tage internationale deutsche Meisterschaften im Wasserspringen, das bedeutet 4 Tage Spitzenklasse rund um Patrick Hausting vom Berliner TSC. Der Weltmeister von 2013 springt allerdings nicht aus der goldenen Höhe von 10 Metern, sondern von 3. Und zwar mit Stefan Feck aus Leipzig. Ernsthafter Gegner sollte eigentlich 10 Meter Kompagnon Sascha Klein sein, doch dessen Partner ist angeschlagen und muss passen. Für Hausting ärgerlich. Ein bisschen schon, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wir sind quasi gegen uns selbst heute gesprungen, hatten jüngere Gegner, aber die kommen an unser Niveau halt einfach noch nicht ran. Und deswegen musste man sich schon ein bisschen durchkämpfen am Anfang. Der erfolgreiche Kampf gegen sich selbst deshalb so wichtig, weil es um die Startberechtigung für die Olympia-Quali im Februar geht. Nur bei hohen Punktwertungen nimmt Bundestrainer Lutz Buschko sie auch mit. Im Vorkampf sieht das schon ganz gut aus bei Hausting und seinem Leipziger Partner. Nicht nur Publikum und Punktrichter sind zufrieden. Na gut, Sie haben jetzt im Vorkampf haben Sie die Punktnorm erfüllt, haben den Schwierigkeitsgrad erfüllt. Damit haben Sie einen wesentlichen Grundbaustein gelegt. Das haben Sie, können also jetzt sicher im Finale aufspringen. Von der Warte haben Sie Ihre Aufgaben erfüllt. Beim Olympia-Quali-Turnier sind Sie also schon dabei. Jetzt heißt es trotzdem erstmal Finale. 6 Sprünge um die deutsche Meisterschaft, aber auch 6 Sprünge zum Herumprobieren für Olympia. Deshalb steigern Sie die Schwierigkeit kontinuierlich. Als krönender Abschluss dann ein Sprung, den man in Deutschland nicht so oft zu sehen kriegt. Den 4,5-fachen Salto vorwärts gehockt. Und den bringen Sie ins Wasser. Der Sprung wird in der Welt immer öfter gezeigt, hat einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Und deswegen haben wir hier die nationalen Titelwettkämpfe genutzt, um das einfach mal zu testen. Diesen Sprung haben wir ja auch im Plan, dass wir den im Sommer, wenn wir dann den Startplatz für Olympia holen, dass wir den dann auch bei den Olympischen Spielen zeigen wollen. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht so oft trainieren können. Das ist bei mir so eine kleine Fitnessfrage. Aber ich bin erstmal guter Dinge und auf dem richtigen Weg, diesen Sprung dann auch mal irgendwann, so wie Patrick, auch reinzustellen. Der deutsche Meistertitel geht mit Abstand an Hausting Feck. Aber noch viel wichtiger ist der Test dieses Hammersprungs, denn er könnte in Rio das Zünglein an der Waage sein.